Hey, lahme Ente, hier oben. Die Feuerleiter ist wackeliger als früher. Sei bloß vorsichtig. Verstehe. Deshalb wolltest du dich also hier treffen. Du bist spät dran. Ich wollte schon los. Hilf mir mal, das sitzt fest. Die Kapsel ist ziemlich hinüber. Weißt du noch die Kombination? Ja, die ist, okay, die ist, Soll das ein Witz sein? Ihr müsst diesen Code auswendig wissen. Ich bin nicht immer da, um ihn euch zu sagen. Wir merken ihn uns, bestimmt. Wir merken ihn uns. Ja, ja, gut. Also, was möchtet ihr in das Ding reintun? Geheime Zeitkapsel. Nur für Miles und mich. Bam, ganz genau. Was geheim ist, ist geheim. Hey, Rick, machst du jetzt diesen Job bei Rockstar oder nicht? Wieso? Würdest du ihn haben wollen? Vielleicht. Zeig doch mal das Angebot. Okay, ich hab Konkurrenz, hm? Tja, es hört sich ziemlich gut an. Ich soll das saubere Energieteam leiten. Und du kennst mich. Saubere Energie rettet die Welt. Ich liebe meinen Nerd-Fanclub. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Roxxon, bin gleich zurück. Du weißt doch den Code noch, oder? Die Fibonacci-Folge. Cool. Unser Preis. Ich meine, unser Energiekonverter war ziemlich heiß. Stimmt. Ob er wohl noch im Science Center ausgestellt wird? Hoffentlich. Wow. Sieh uns an. Wie zwei Trottel. Rick sieht so charmant aus wie immer. Ja. Ist da irgendwas mit ihm? Habt ihr gestritten oder so? Nein. Kein Streit. Finn. Alles gut. Warum haben wir keinen Kontakt mehr? Mist, schon so spät. Ich muss los. Hey, ich glaube, wir erzählen beide nicht alles. Nächstes Mal keine Geheimnisse. Okay? Ja. Vielleicht. Wenn du pünktlich bist. Bis bald dann, Kurzer. Du siehst, dass ich jetzt größer bin als du. Nicht hier drin. Der Abschluss der Mittelstufe war bittersüß. Finn ging auf die Midtown High. Ich auf die Brooklyn Visions. Wir wollten in Kontakt bleiben, aber die Highschool ist eine ganz andere Welt. Es war echt schön, Finn wiederzusehen. Ich sollte die anderen Zeitkapseln suchen, aber etwas später. Ich muss nach Hause zu Mams Kundgebung. Zeit für meine Jahreskarte für die U-Bahn. Handy, yep. U-Bahn-Ticket, yep. Hast du den Schlüssel? Ja, ich hab ihn. Na los, wir kommen zu spät. Hey, oh Mann, ich werde dir Schnee in den Anzug stopfen. Hast du den Anzug noch an? Ja, klar, für den Fall. Es wird schon gut gehen. Siehst du, das gefällt mir an Harlem am besten. Spontane Straßenfeste, das beste Essen der Stadt, tolle Musik. Ja, das ist ziemlich cool. Was hältst du eigentlich von Rio Morales? Wirst du sie wählen? Es ist schon komisch, meine Mom als Politikerin. Ich kenne sie ja nur als Lehrerin. Ist ziemlich ähnlich, oder? Leute zusammentreiben, ihn...
Sieht echt cool aus. Gern geschehen. Oh. Sorry. Ich mache nächstes Semester auch Gebärdensprache. Espanol habe ich ja inzwischen gemeistert. Ah, sí. Desde cuando. Haha. Zwei Pastelillos und einen Kaffee con leche. Gloria, hallo. Hi, Miles. Das ist meine Freundin Steph. Sie ist eine neue Freiwillige bei Feast. Schön, dich kennenzulernen. Wir treffen uns dann bestimmt irgendwann im Asyl. Apropos. Keine Schichten bis nach den Ferien. Falls wir dann offen haben. Was meinst du? Ach, mach dir keine Sorgen. Hör deiner Mom gut zu. Wir sehen uns nach den Ferien. Netter Junge. Miss Morales. Danke, Tim. Ah, Roxanne hat's wirklich mit immer wachsam bleiben, hm? Oh ja. Buenas noches, Vecinos. Wisst ihr noch, wie es war, bevor Roxanne hier alles platt gemacht hat? Hey, bist du okay? Ich sage es euch. Es ist nur, was so an der Rede ist, mein Dad. Heimat der besten Eiscreme in ganz New York City. Und Junipero's Kita. Das ist okay, Mann. Deine Mom hat Leute, die auf sie aufpassen. Die Kirche St. Teresa, deren Chor jeden Sonntag und Mittwoch den ganzen Tag. Du bist jetzt Spider. Und selbst jetzt, Roxanne transportiert Nuform, ihren experimentellen Treibstoff, durch die Stadt und schweigt über die Risiken. Diese Botschaft ist für Roxanne. Der, für den ihr arbeitet, Simon Krieger, ist ein Mörder. Diese Plaza ist ein Denkmal seiner Skrupellosigkeit. Sie wird nicht eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Wir haben hier ein Problem. Herbert, bleibt ruhig! Kein Entkommen! Waffen bereit! Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. Ich hab sie! Auf geht's! Miles,
Wir sind zu Hause. Nadja fährt deine Mom ins Krankenhaus. Was? Geht's dir gut? Sie hat sich am Arm verletzt. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Was ist mit dir? Was macht der Underground? Dieser Angriff ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wollen Nuform, aber hier ist noch keins. Ich muss herausfinden, was Tinkerer plant. Okay. Ich greife auf deine Analyse-Daten zu. Ich helfe dir, wo ich kann. Gute Idee. Und Genki? Danke wegen meiner Mom. Was war das? Eure Leuchtwaffen werden euch nichts nützen. Miles! Oh Gott sei Dank. Wo bist du? Ich bin zu Hause, aber ich kann ins Krankenhaus kommen. Nein, bleib in Sicherheit. Du bist verletzt? Was ist, wenn dir etwas passiert und ich bin nicht da? Miho, das ist nicht wie beim Rathaus. Wir sind alle okay. Du bleibst in Sicherheit. Verstanden? Ich bin bald wieder da. Dann unterschreibst du auf meinem Gips. Okay, Ma. Nos vemos en casa. Hab dich lieb. Miles, die Kundgebung war in den Nachrichten. Seid ihr okay? Wo seid ihr? Ich will zu Braithwaite Bridge. Es gab eine Explosion. Okay, aber wenn Roxxon auftaucht, verschwindest du, klar? Wir werden einen Sündenbock für das alles suchen. Tinkerer wird ihnen nicht rein. Okay, ich pass schon auf. Die Explosion sah übel aus. Ich muss mich beeilen. Das aber wohl nur zum Aufwärmen. Oder zur Ablenkung. Los, los, los! Abschau! Oh, oh, oh. Erschießen wir uns nicht, okay? Wir wollen das Nuform. Ignoriert alles andere. Los, dann nehmt mit, so viel ihr tragen könnt. Was zur Hölle war das? Nein. Er destabilisiert es. Runter! Lenkt ihn ab! Er hat den Truck hochgejagt! Miles, ich hab die Explosion gesehen. Geht es dir gut? Mir geht's gut, aber... Hast du's gesehen? Tinkerer, das ist Finn! Oh mein Gott! Ich hab sie heute getroffen! Wenn ich nur mal nachgedacht hätte! Das ist nicht deine Schuld, Mann! Ich war so froh, sie zu sehen, dass ich unaufmerksam war. Ich muss sowas merken! Die Brücke stürzt ein! Ich muss das verhindern! Oh mein
gute Idee. Muss stabiler werden. Okay, okay, okay. Ich brauche etwas, das sie rüberbringt. Nein, 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 nein! Ich schaff das! Ein kleines Stückchen! Sicherheit. Nach der Explosion fing die Brücke an. Sieh den anderen Spider-Man. Erbitte Anweisungen. Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Verstanden. Nein! Ich bin nicht euer Feind! Was macht ihr denn? Er hat uns gerettet! Hey, lass ihn in Ruhe! Ich nehme das auf! Wir sind Sie weg mit dem Handy, sofort! Ich sagte Handy weg! Sofort! Hey, lass sie in Ruhe! Verschwinde! Das ist die letzte Warnung! Ich hab geholfen! Was zum Teufel? Wo ist der hin? Oh mein Gott! Ist der gefallen? Haben die ihn geschubst? Ja, wo ist der denn hin? Was ist jetzt mit Roxons? Wir sind für sie da. Die hätten mich erschossen. Die wollten nicht mal zuhören. Bist du okay? Ich weiß nicht. Heute bei mir ist Simon Krieger. Wir sprechen über die Zerstörung der Braithwaite Bridge. Hey, ich will den neuen Spider-Man unterstützen, aber seine... Wie nennt man das? Bioelektrizität? Willst du Frühstück? Hat Roxxon Eigentum zerstört. Und darüber hinaus unsere Brücke. Das stimmt doch nicht. So war das gar nicht. Finn ist Tinkerer. Sie hat das Nuform gestohlen. Ich weiß nicht, wieso. Und ich hab die Brücke gesprengt. Nein, du hast... Ich gehe jetzt zur Wahlkampfzentrale. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Wie wär's mit Dulce de Coco? Ich dachte, du würdest aufhören. Warum sollte ich? Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich mein's ernst. Du könntest tot sein. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Mom! Dulce de Coco wäre toll. Wenn's kein Problem ist. Ist es nicht. Ich dachte, ich
könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. All das tun, was Spider-Man tut. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen. Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. Here we go. Found my position. Let's hit the road. Came alone. Now my people here with me. I'm in my zone. Been around a block a time or two. I tell you where to go. I tell you how to move. I got longitude and latitudes. Keep it moving. That's my attitude. It felt like I was born for this minute. This is my time. I'm seizing the moment, cause I gotta go for the time's gone. Ain't scared of the dark, cause I'm bringing the light with the night's long. I shine on, see it coming, I don't need a sign. Just the moment, I'ma make it mine. This is my time. Die Lage verschärft sich zunehmend, was? Die Leute brauchen unsere Hilfe jetzt mehr denn je, glaube ich. Wir brauchen kürzere Namen. Die guten Apps sind nur ein Wort lang. Miles, endlich erreiche ich dich. Oh, hey Pete, wie läuft's? Ich habe Nachrichten geguckt. Auf Symkarianisch. Entweder ist eine Brücke explodiert oder ein Bagel verräuchert. Was keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall suche ich nach Flügen. Ich kann morgen Abend zurück sein. Nein, tu das nicht. Schon okay. Ich weiß, wer die Verantwortung trägt. Ich werde sie aufhalten. Versprochen. Okay, ich vertraue dir. Aber wenn du mich brauchst, fliege ich sofort nach Hause. Ansonsten sehen wir uns in ein paar Wochen bei meiner Rückkehr. Ja, okay. Danke. Viel Spaß beim Sumkarianisch lernen. Warum gibt es 7 verschiedene Wörter für Klo? Team ist erledigt. Familie hat eine Werkstatt in Midtown. Sie hat dort immer gearbeitet. Vielleicht habe ich Glück und sie tut das immer noch. Wäre es nicht einfacher, sie anzurufen und zu reden? Ich glaube nicht, Mann. Als ich sie auf der Brücke sah, habe ich sie kaum erkannt. Ich muss wissen, warum sie das alles tut. Okay, Mann. Mach, was du für richtig hältst. Halt mich auf dem Laufenden.
Roxxon und der Underground. Der Laden ist verrammt. Was für ein trauriger Anblick. Vielleicht kann ich irgendwo einsteigen, aber ohne Aufmerksamkeit zu erregen.